Meine Frau, die sagt ja immer, ein anständiger Kerl erschießt sich mit 50, damit die Frau noch ein paar schöne Jahre hat. Also, Alter, da hab ich zu ihr gesagt, Ilse, wenn ich mal sterbe, dann wirst du nicht nur umgucken. Da sagt sie, Ackermann, stirb du erstmal, umgeguckt habe ich mich schon. Ich sag, würdest du dir denn nochmal so ein Lümmels in die Wohnung holen, wenn ich mal nicht mehr da bin? Da sagt sie, stationär nicht, aber ambulant. Ich war ja jetzt mit meiner Ilse auf Mallorca, in Kalaratta, also im Osten von der Insel war wir, ne? Und mit der Ilse in Urlaub fahren, das ist ein Akt, sag ich Ihnen. Die hat ja Flugangst, die hat Angst vor Krankheiten. Und mit der Flugangst, das ist so schlimm, wenn ich mit dem Reisekatalog ins Wohnzimmer komme, dann zieht sie sich schon ihre Thrombosestrümpfe an. Und wenn wir dann am Flughafen sind, ne, dann geht das weiter. Dann kriegt ihr immer eine rektale Disharmonie. Also bei uns im Kohlenpott sagt man auch einen flotten Durchfall. Ne? Und ich habe ihr gesagt, Ilse, ich suche dieses Mal auch eine ganz sichere Fluggesellschaft raus. Ja, da sind wir mit Chicken Wings geflogen. Und jetzt standen wir da am Flughafen an der Rezeption von Chicken Wings. Da guckt die Insel unter das Fenster und sieht unsere Maschine. Da stand Boeing drauf. Da ist sie gleich wieder zur Toilette gegangen. Ne? Ja, und wenn man da oben im Flieger sitzt, da wird es besser. Man sitzt gerade, man guckt so, was ist umsonst? Was kann ich mitgehen lassen? Dann kommt ja schon die Dorfälteste und erklärt die Schwimmwesten. Dann frage ich mich immer, was soll ich in 10.000 Meter Höhe mit einer Schwimmweste? Das ist ja das Gleiche, als wenn ihnen einer auf dem Kreuzfahrtschiff einen Fallschirm anbieten würde. Ne? Das bringt doch nichts, Mensch. Ja, und wenn sie da auf der Toilette gehen, war schon mal jemand im Flugzeug auf der Toilette? Die haben ja keine Spülung, da wird ja alles abgesaugt, ne? Ich war da einmal drauf, da bin ich so aus Versehen an die Spülung gekommen und dann macht er das so. Danach war mein Handy, mein Portemonnaie und meine Unterhose weg. Nie wieder gehe ich da drauf. Ja, und dann kam noch eine Durchsage von dem Co-Pilot, dann sagte der den ganzen Quatsch nochmal auf Englisch, obwohl kein einziger Engländer an Bord war. Und da habe ich mir gedacht, das könnte man auch lustiger machen. Also ich würde so eine Ansage anders gestalten. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, wir haben heute hier einen Doppelgrund zum Feiern. Die bekommen gleich ein Gläschen Sekt. Die Maschine wird heute auf den Tag genau 90 Jahre alt. Und wie der Zufall das will, der Pilot auch. Ja, und jetzt sind wir da auf Mallorca angekommen, im Hotel, auf Kalaratata. Und Ilse hatte gleich wieder was zu meckern, ne? Sie meinte, das Zimmer wäre ja viel zu klein und so spärlich eingerichtet. Ich sag, Ilse, jetzt beruhig dich mal, wir sind doch noch im Fahrstuhl, Mensch. Und Ilse holt mich auch jeden Freitag zum Meinungsaustausch ins Wohnzimmer. Kennen Sie das, meine Herren? Meinungsaustausch? Also bei uns sieht das so aus, ich gehe mit meiner Meinung rein und mit Ilses Meinung wieder raus. Und das Allerschlimmste sind ihre Geschenke. Sie schenken mir seit 25 Jahren jedes Jahr zu Weihnachten Moschusparfüm. Kennt das jemand? Das riecht so ekelhaft. Und ekelhaft ist schlimmer als einzelhaft. Ich erkläre mal, das wird nämlich hergestellt aus einer Drüse, die bei diesem Moschusochsen ganz hinten sitzt. Deswegen riecht das so. Die Ilse meint also, dass ich attraktiver werde, wenn ich im Gesicht so rieche wie Ochs am Hintern. Nein.
Und wenn man so lange verheiratet ist, dann wird man ja irgendwann zum Frauenversteher, ne? Wirklich, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, mittlerweile bin ich so ein richtiger Frauenflüsterer geworden. Ja, vor 14 Tagen hatte meine Ilse Geburtstag, da hat die sich selbstgemachte Marmelade gewünscht. Habe ich gemacht. 3 Stunden war ich in der Küche, das war eine Riesensauerei. Haben Sie das schon mal gemacht für Ihre Frau, selbstgemachte Marmelade? Nein. 30 Berliner ausgequetscht. Wunderbare Menschen.